wunderschönen guten Abend und hallo hier bei Ihrem Journal auf Regio TV Bodensee. Ich freue mich, dass Sie an diesem herbstlichen Donnerstag mit dabei sind. Unter anderem haben wir heute natürlich einige Freizeittipps für Sie mitgebracht und wir haben auch noch das für Sie vorbereitet. Bodensee Business Forum. Speaker aus Wirtschaft und Politik diskutieren zum Thema, was die Welt zusammenhält. Nur das fünfte Rad am Wagen? Zwischen all dem Trubel auf dem Cannstatter Wasen scheint der Krämermarkt mehr und mehr in den Hintergrund zu rücken. Außerdem Kunstausstellung mal anders. Die Künstlerin Nurhan Sidal stellt Gemälde mit Eigenblut her. Und Regen, Wind und Sonne. Auf die stark verregneten und windigen Herbsttage folgt am Wochenende wieder blauer Himmel, Sonnenschein und mildere Temperaturen. Wir starten in den Donnerstag mit diesem Thema. Klimaschutz, Extremismus, Brexit. Über all diese Themen kann man leicht verzweifeln. Was hält die Welt heutzutage überhaupt noch zusammen? Diese Frage wird beim Bodensee Business Forum diskutiert. Im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen treffen sich dafür mehrere hundert Wirtschaftsvertreter und Politiker. Statt zu verzweifeln, wollen sie sich dort lieber vernetzen. Wie tolerant sind die Weltreligionen? Wie erreicht man die Generation Y? Und wie kann Europa in Zukunft mit den Briten umgehen? Knapp 60 Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft diskutieren heute beim Bodensee Business Forum in Friedrichshafen. Der eintägige Kongress steht unter dem Motto Vernetzen statt Verzweifeln, was die Welt zusammenhält. Auch Vertreter aus Österreich und der Schweiz sind dafür ins Graf-Zeppelin-Haus gekommen. Insgesamt 700 Gäste erwarten die Veranstalter der Schwäbischen Zeitung. In 20 Podien und Workshops thematisieren die Speaker aktuelle politische, wirtschaftliche und kulturelle Herausforderungen. Prominente Teilnehmer sind unter anderem Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, Umwelthilfe-Geschäftsführer Jürgen Resch und der scheidende deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger. Eines der großen Themen beim Bodensee Business Forum ist der Umweltschutz. Wie radikal darf der sein, damit Deutschland zum Beispiel seine Klimaschutzziele erreicht? Jürgen Resch führt seit mehr als 30 Jahren die Geschäfte der deutschen Umwelthilfe. Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung nennt er eine Lachnummer. Meine Kollegin Anne Jeton hat mit ihm beim Bodensee Business Forum gesprochen. Wir sind hier heute beim Bodensee Business Forum und dort ist auch Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe. Hallo Herr Resch. Einen schönen guten Tag. Herr Resch, wie radikal darf eigentlich Umweltschutz sein? Ja, ich denke, wir müssen wirklich ein bisschen radikaler denken als bisher, denn das, was in den letzten 10 Jahren im Klimaschutz gelaufen ist, ist exakt null. Wir haben die CO2, die Klimagasemissionen, seit 2009 nicht mehr verändert und wir wollen im Jahr 2050 CO2-neutral sein. Das geht so nicht weiter. Und das, was wir in den letzten 10 Jahren versäumt haben, müssen wir jetzt mit doppelten Aktivitäten nachholen. Thema Dieselfahrverbote, das könnte ja auch die Bevölkerung ein Stück weit einschränken, weil sich die Leute neue Autos kaufen müssen. Was sagen Sie dazu? Ja, wir wollen letztendlich keine Dieselfahrverbote durchsetzen, sondern wir wollen erreichen, dass die Fahrzeuge, die jetzt von Dieselfahrverboten betroffen sind, von der Industrie nachgerüstet werden, und zwar auf eigene Kosten eben von Daimler, von BMW, von VW, Audi und so weiter, und eben dann als saubere Fahrzeuge wieder in die Städte hineinfahren können. Genau das, was die amerikanischen Behörden den gleichen Unternehmen aufertragen haben und was sie dort auch gemacht haben in den USA. Bei uns erwartet die Autoindustrie und die Politik, dass der Bürger akzeptieren soll, dass ihnen nicht geholfen wird. Und hier kämpfen wir eben über die Dieselfahrverbote dafür, dass die Fahrzeuge sauber werden. Nochmal zum Thema Dieselfahrverbote. Wenn man jetzt das in den Städten wirklich durchsetzen würde, wäre da das Problem, dass die Leute sich teilweise neue Autos suchen müssen. Wenn man dann wieder auf die CO2-Bilanz schaut, ist es natürlich wieder genau in die gegenlaufende Richtung. Ja, wir sind gegen den Neukauf von irgendwelchen Verbrennern. Deswegen halten wir auch nichts davon, was die Bundesregierung tut, eben neue Dieselautos zu kaufen, um alte zu ersetzen. Wir sind der Auffassung, dass ein 3, 4, 5 Jahre altes Auto durchaus durch eine Reparatur der betrügerischen Abgasanlage weitere Jahre fahren kann. Und wenn man sich überhaupt über ein neues Auto Gedanken macht, empfehlen wir auf keinen Fall einen Diesel, möglichst auch keinen Verbrenner, auch keinen Benziner zu kaufen,
sondern so schnell wie möglich, entweder jetzt oder eben dann irgendwann in den nächsten Jahren, auf batterieelektrische, aber auch effiziente und nicht zu große Autos zu setzen. Sind Elektroautos denn wirklich die Lösung oder sollte man sich nicht wirklich auf den ÖPNV konzentrieren? Da haben Sie völlig recht. Wir dürfen nicht eins zu eins Verbrenner durch Elektroautos austauschen. Es geht uns darum, in auch den 39 Klagen, die wir im Moment in Deutschland haben, vor allen Dingen die kollektiven Verkehre zu stärken. Also Bahn, Bus, Straßenbahn, Fahrradverkehre, Fußgängerverkehre. Wir sind der Auffassung, dass man jetzt nach dem Beispiel von Wien und von Zürich sehr viel Geld in die Hand nehmen muss und die Städte umbauen muss von der Autostadt zu einer Bahn-Bus-Tram-Stadt und die Luft dann auch sehr viel sauberer wird. Über dieses Thema haben Sie jetzt auch beim Bodensee Business Forum diskutiert. Was haben Sie heute Neues gelernt? Ja, ich habe gesehen, dass wir doch wieder verstärkt in eine Diskussion über Klimaschutz und über die nächsten Schritte einsteigen können. Bis vor einem halben Jahr, bis eben Friday for Future auf die Straße gegangen ist, ist das Thema Klimaschutz eigentlich nicht mehr breit diskutiert worden. Deswegen auch ein kleines Kompliment an die Schwäbische Zeitung, dass sie solche Gesprächspartner zusammenbringt. Eben nicht nur solche, die sich gegenseitig die Schultern klopfen, sondern auch vielleicht ein bisschen spannend und kontrovers über die verschiedenen Aspekte sprechen. Also mir hat es Hoffnung auch gegeben, dass gerade die auch anwesenden mittelständischen Unternehmen das Thema verstanden haben und wie es ZF in Friedrichshafen ja auch zeigt, dass sie eben nicht klagen über die Veränderungen in Richtung Elektromobilität, sondern dass sie dann einfach mal für den Daimler, der ein bisschen langsam ist, den kompletten Antriebsstrang für dessen einziges Elektroauto hier in Friedrichshafen produzieren. Herr Resch, vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank an meine Kollegin Anne Jethorn vom Bodensee Business Forum in Friedrichshafen. Wir werfen nun einen Blick auf die aktuellen Nachrichten. Nach dem tödlichen Angriff auf eine Synagoge in Halle an der Saale am Mittwochmittag hat auch die baden-württembergische Polizei die Schutzmaßnahmen auf alle jüdischen und israelitischen Einrichtungen erhöht. So gab der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, am Mittwochnachmittag auf Twitter bekannt, dass die jüdischen Gemeinden im Land bis auf Weiteres deutlich mehr Schutz erhalten sollen. Dafür haben sich das baden-württembergische Innenministerium, allen voran Minister Strobel und die Polizei ausgesprochen. Derzeit bestehe zudem ein hoher Austausch zwischen den Sicherheitsbehörden und den Kollegen in Sachsen-Anhalt. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeigte sich bestürzt und nannte den Vorfall ein Drama ersten Ranges. Der 27-jährige Tatverdächtige Stefan B. soll am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur versucht haben, einen Anschlag auf die neue Synagoge in Halle zu verüben und soll dabei zwei Menschen erschossen haben. Und das sind die weiteren Meldungen des Tages für Sie. Mehrere hundert Interessierte sind zur Podiumsdiskussion über das Gutachten zur Zukunft des Klinikstandorts Speichingen gekommen. Der Förderverein Krankenhaus Speichingen hatte sie organisiert. Einseitig, schlampig oder wissenschaftlich nicht haltbar nannten mehrere Redner das Werk des Gutachterbüros Oberender. Bürgermeister Hans-Georg Schumacher forderte eine Verschiebung der für den 24. Oktober angesetzten Kreistagsentscheidung zum Fortbestand des Krankenhauses. Zuvor müsse man sich an einen Tisch setzen und die Zahlen auseinandernehmen. Größtes Verbandsprojekt steht kurz vor Beendigung. Rund 9,4 Millionen Euro investiert der Sigmaringer Caritasverband in den Neubau des Caritas-Zentrums in Meßkirch. Die Arbeiten sollen im Februar 2020 abgeschlossen sein. 150 Mitarbeiter werden dann im Zentrum arbeiten, in dem 60 vollstationäre und 15 Kurzzeitpflegeplätze untergebracht werden. Auch die Sozialstation St. Heimerath soll dort einziehen. Schließlich werden dort auch Beratungsstellen, der Caritas-Sozialdienst, die katholische Schwangerenberatung und der Migrationsdienst eine neue Heimat finden. Das Zentrum soll den Namen St. Martin tragen. Da sind wir auch schon wieder zurück mit Ihrem Journal und es geht direkt zum Cannstatter Vasen. Meine Kollegin Isabel Haspel hat sich einen Bereich des berühmten Volksfestes angesehen, den viele vielleicht schon gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Den traditionellen Krämermarkt. Was es da alles Besonderes gibt, hat sich Kollegin Isabel angeschaut. Und da Wettschulden ja Ehrenschulden sind, hat sie auch noch was gut zu machen aus ihrer Wette mit Almklausi. Aber sehen Sie einfach selbst.
Eher unscheinbar stehen am Rande des Wasens die rund 50 Marktkaufleute des Krämermarkts. Dabei ist der Markt ein historischer Bestandteil hier auf dem Platz. Er besteht bereits seit dem ersten Volksfest 1818. So lang verkauft Standbesitzer Heino Großfeld zwar noch nicht seine Putzmittel, dafür aber bereits über 35 Jahre. Der Krämermarkt ist die letzten Jahre sehr vernachlässigt worden. Man hat natürlich eine tolle Werbung für den Vasen gemacht, eine Riesenwerbung. Heute noch, eine gute Werbung. Nur wir werden leider vergessen. Das beschäftigt den 59-Jährigen. Immerhin kann ich ihn mit meinem heutigen Outfit aufmuntern. Rückblick, da ich beim Vasenquiz gegen Almklausi verloren habe, darf ich heute im Mama Lauda T-Shirt drehen. Doch selbst das macht die Situation auf dem Krämermarkt nicht besser. Wie mir Heino erzählt, bleibt die Zielgruppe des Marktes, das Familienpublikum, immer öfter weg. Und dadurch merkt man auch, dass der Krämermarkt von Jahr zu Jahr kleiner wird. Vor vielen Jahren war auch sonntags voll, obwohl es geregnet hat. Heute gähnende Leere. Was dagegen unternommen werden kann, weiß der Familienvater selbst nicht. Nur einen Vorschlag hat er. Vielleicht sollten wir besser um 10 Uhr zumachen, das ist nicht viel früher. Aber dann haben wir, sagen wir mal, das, was aus dem Zelt kommt, nicht so, weil die kaufen dann auch nichts mehr. Aber wir müssen uns damit ein bisschen rumquälen, weil die fallen uns dann mal im Stand rein. Die meisten von ihnen geben sicherlich auch einige Vasenklassiker preis. Und selbst da kann Heino Kosfeld mitsingen. Mama Lauda, Mama Lauda. Auf jeden Fall eine gute Grundlage, um meinen Wetteinsatz einzulösen. Von Männern über 60 zusammen Minimum 10 und muss das dann singen. Und eine Gruppe mit Frauen unter 20. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda. Und lieber Almklausi, jetzt noch mein persönliches Highlight. 10 ältere Männer animieren, das kann jeder. Ich kann ein ganzes Zelt animieren. Okay, Stuttgart, also ich brauche eure Hilfe. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Damit würde ich sagen, Wetteinsatz erfolgreich eingelöst. Wir kommen zu den weiteren aktuellen Meldungen an diesem Donnerstag und damit zu einem ganz anderen Thema. Suche nicht von Erfolg gekrönt. Ein 82-jähriger Mann aus Frittlingen aus dem Landkreis Tuttlingen, der seit Dienstagabend vermisst wurde, wurde nun von den Suchkräften tot in einem Waldgebiet aufgefunden. Der Mann war von einem Spaziergang nicht zurückgekommen, woraufhin die Suchaktion mit mehr als 150 Einsatzkräften eingeleitet wurde. Am Mittwochabend wurde der Mann dann tot in einem Waldstück zwischen Frittlingen und Neufra gefunden. Woran der Mann gestorben ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Und das beschäftigt die Menschen in der Bodenseeregion heute ebenfalls. Das Dach der Speichinger Stadtpfarrkirche muss saniert werden. Es ist von Pilzen, Bakterien und Insekten befallen, Feuchtigkeit dringt ein. Die Standfestigkeit ist auf Dauer nicht gesichert. Die Arbeiten sollen im kommenden Frühjahr starten. Dazu wird die Kirche komplett eingerüstet. Allerdings muss die Kirchengemeinde die Kosten, eine knappe 500.000 Euro, wohl komplett alleine schultern. Weil sie genügend Rücklagen hat, hat die Diözese Nein gesagt zu Anträgen auf finanzielle Unterstützung. Neue Sporthalle rückt jetzt näher, auch wenn es nur vorläufige, grobe Schätzungen sind. Die neue Sporthalle in Tettnang könnte um die 15 Millionen Euro kosten. Die Idee? Sie soll unterhalb des Gymnasiums und neben der Karl-Gürer-Halle in den Hang hineingebaut werden. Das Hallendach kann so Fundament für weitere Gebäude auf dem Schulcampus werden. Zugleich sind die Umkleiden so geplant, dass sie auch vom Stadion ausgenutzt werden können. Ende Oktober zeigt sich, ob der Gemeinderat der Empfehlung des Technischen Ausschusses folgen wird. Willkommen zurück im Journal, liebe Zuschauer. Kunst aus Blut? Für nur Hansi Dahl etwas ganz Natürliches. Sie ist wegen einer Krankheit seit einigen Jahren auf Bluttransfusionen angewiesen. Ihre Erfahrungen verarbeitet sie in Gemälden. Diese sind derzeit in einer Sonderausstellung im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen zu sehen. Und genau mit dieser Ausstellung will der Lions Club in Friedrichshafen um potenzielle Stammzellenspender werben. In den Kanülen steckt noch das Blut ihrer Spender. Nur Hansi Dahl ist regelmäßig auf Bluttransfusionen angewiesen und verarbeitet das auch in ihrer Kunst. Seit 11 Jahren leidet sie unter Anämie, einem Mangel roter Blutzellen. Ihre Krankheit und die Bluttransfusionen kommen immer wieder in ihrer Kunst vor. Für manche ist das auf den ersten Blick ungewöhnlich. Es ist sehr interessant, ja, für jeden Mensch eigentlich,
Das Blut ist der Träger des Ich, auch das Rudolf Steiner hat das gesagt. Also so elementar, aber manche Menschen erschrecken sie sich, wenn man sagt, oh Blut. Das ist wichtig, das ist elementar wichtig und daher liebe ich das. Wie fühlt es sich an, regelmäßig Bluttransfusionen zu bekommen? Das will Nurhan Sidal mit ihrer Kunst zeigen. Sie bleibt positiv. Diese Transfusionsbeutel, die Menschen, die mir ihren Blut gegeben haben, haben die mir auch Möglichkeit gegeben, einfach weiterzuleben. Und das ist das eine wunderbare Zeichen mit dem Baum und mit dem Transfusionsbeutel. Deshalb heißt Blutbaum. In der Sonderausstellung geht es aber nicht nur um Sidals Krankheit. Sie beschäftigt sich auch mit der Politik, Flüchtlingen und der Vogelperspektive. Von ganz weit oben gibt es keine Grenzen, sagt sie. Der Lions Club hat die Ausstellung mit ihr organisiert, auch um andere davon zu überzeugen, sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen. Der Verein engagiert sich schon lange für das Thema. Wir wollen bei dieser Gelegenheit einfach wieder das in Erinnerung rufen, nochmals neue Unterstützer finden und Helfer, die uns für die nächste Typisierungsaktion, die hier in Friedrichshafen am 6. November stattfindet, im Klinikum, finden und helfen. Die Ausstellung kann man sich im Graf Zeppelin-Haus noch bis zum 13. Oktober ansehen. Danach zieht die Ausstellung ins Klinikum in Friedrichshafen. Auf jeden Fall einen Besuch wert. Ist aber nicht unser einziger Freizeittipp an diesem Donnerstag, liebe Zuschauer. Denn im Tuttlinger Landratsamt gibt es aktuell eine Ausstellung zum Thema Flucht. Diese beschäftigt sich aber nicht nur mit der aktuellen Situation. Auch Vertriebene nach dem Zweiten Weltkrieg, Gastarbeiter und Spätaussiedler seit den 1980er Jahren sind dort Thema. Was ist Heimat? Warum flüchten Menschen? Und wie kann Integration gelingen? Auf diese Fragen möchte die Ausstellung Zuwanderung in den Landkreis Tuttlingen von 1945 bis heute Antworten geben. Originalexponate, Videofilme und Kunstwerke sollen die Besucher zum Nachdenken anregen. Zu sehen ist die Ausstellung im Foyer des Landratsamts in Tuttlingen bis zum 27. November. Morgen gibt es einen Spaziergang zu Stationen der Migration in Tuttlingen. Los geht's um 13.30 Uhr am Bahnhof. Neben diesen Tipps können Sie natürlich auch selbst sportlich tätig sein oder aber sportliche Veranstaltungen besuchen. So treten etwa die Lindau Islanders am Freitag in der Eishockey-Oberliga Süd zum Derby gegen die Bulls aus Sonthofen an. Da die Lindauer die letzten Spiele verloren haben und auf dem letzten Tabellenplatz stehen, muss ein Sieg unbedingt her. Los geht es mit der Partie um 19.30 Uhr in der Eissportarena Lindau, also gerne vorbeikommen und anfeuern. Und das ist sonst noch sportliches Los in der Region. Langenargener Boxer messen sich mit Kämpfern aus Erlangen. Die Festhalle in Langenargen wird am Samstagabend wieder einmal zur Kampfarena. In sogenannten Vergleichskämpfen werden sich drei Langenargener Boxer mit Athleten aus dem fränkischen Erlangen messen. Den Hauptkampf bestreitet Kuschtrim Mamuti. Der Vorzeigeboxer vom Bodensee trifft auf Benedikt Voland. Eine alles andere als leichte Aufgabe. Der Erlanger hat erst 9 seiner 40 Kämpfe verloren. Dennoch geht Mamuti, der sich im August zum 6. Mal den Baden-Württemberg Meistertitel erkämpfte, als klarer Favorit ins Duell. Außerdem steigen Jacqueline Bruger und Fabio Günther für das Boxteam Langenargen in den Ring. Die Veranstalter rechnen mit zahlreichen Zuschauern. Anna-Maria Wagner vom KJC Ravensburg hat sich beim Judo Grand Slam in Brasiliens Hauptstadt Brasilia bereits ihre 6. Medaille auf der diesjährigen Welttour erkämpft. Besonders wichtig für die 23-jährige Weltranglisten-Siebte? Den Bronzekampf gewann sie gegen ihre nationale Dauerkonkurrentin und Olympiarivalin Luise Malzahn. Die Badgers des RV Speichingen haben vor 500 Zuschauern in der RVS Arena für eine Überraschung gesorgt. Die Primstädter besiegten im Playoff-Hinspiel des Viertelfinals in der 2. Inline-Hockey-Bundesliga die Red Devils Berlin mit 5:2 Toren. Die Berliner reisten als Meister der 2. Bundesliga Nord in den Süden. Was dieser Erfolg letztendlich wert ist, wird sich beim Rückspiel in der deutschen Hauptstadt zeigen. Wer ins Halbfinale einzieht, wissen wir dann am 20. Oktober.
Nach dem Sport kommt wie gewohnt der Blick auf das Wetter. Nach dem Dauerregen am Mittwoch war der Tag heute ja schon wieder um einiges angenehmer. Doch da ist sicher noch etwas mehr drin. Schließlich wollen wir gerne unseren goldenen Herbst zurück. Wie es mit den Prognosen insbesondere fürs Wochenende steht, das erfahren Sie jetzt im aktuellen Wetter mit Paul Heger. Schönen guten Abend, ich grüße Sie zu Ihrem Wetter hier bei Regio TV und ich grüße Sie zum Beginn des goldenen Oktobers. Der startet jetzt am Freitag mit bis zu 11 Sonnenstunden. Mehr ist astronomisch überhaupt nicht drin und die Temperaturen, die gehen schon mal über die 20 Grad hinaus. 22 Grad, die sind beispielsweise am Hochrhein, Markgräflerland, Breisgau möglich. Auch sonst um die 20 Grad in den höheren Lagen und an der Donau. So wie am Bodensee ist noch ein bisschen weniger. Und wir sehen, besonders viel Sonne gibt es im Süden. Ein paar mehr Wolken sind im Norden unterwegs. Auch im Großraum Stuttgart ziehen immer wieder mal ein paar Wolkenfelder durch. Das sind aber meistens hohe Wolkenfelder, wo die Sonne doch relativ easy durchscheinen kann. Dementsprechend auch ein sehr freundlicher Tageseindruck. 20 Grad in Stuttgart beispielsweise, 19 in Backnang. Je weiter wir dann hier in die höheren Lagen kommen, sind es mal 18, 17 oder in Freudenstadt auch nur 16 Grad, das ist ja für Mitte Oktober auch völlig in Ordnung. Auf der Ostalb auch ein paar mehr Wolken, aber auch diese sind relativ durchlässig. In Richtung Ulm, Alpdonau, da zeigt sich die Sonne dann schon länger und das gilt besonders für den Bodensee und das württembergische Allgäu. Es kann anfangs ein bisschen Nebel geben, aber das sollte sich dann auch sehr schnell auflösen. Das gleiche gilt auch für die nächsten Tage. Anfangs vielleicht Nebel, dann aber sehr viel Sonnenschein. Am Sonntag vielleicht mit Sahara-Staub mal kurzzeitig drüber. Temperaturen bis zu 25 Grad. Auch der Wochenstart bleibt ähnlich. Dann wird es langsam etwas unsicherer, ob sich Tiefdruckgebiete einmischen. Das warten wir dann mal ab. Vielen herzlichen Dank an Paul Heger und natürlich vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie Ihren Donnerstagabend mit uns verbracht haben. Morgen, also am Freitag, sind wir auch ab 18 Uhr wieder für Sie zur Stelle. Und dann läuten wir nicht nur gemeinsam das Wochenende ein, wir haben auch noch spannende Themen und Beiträge mitgebracht. Unter anderem geht es mit unserer lieben Isabelle noch ein letztes Mal auf den Vasen nach Stuttgart und einen Preisträger dürfen wir Ihnen auch noch präsentieren. Mehr würde aber jetzt nicht verraten, also morgen unbedingt mit dabei sein. Und bis dahin sage ich Tschüss und machen Sie es gut.